Willkommen zurück bei Father and Son Play for Fun. Jetzt der zweite Teil am Samstag. Und da war doch gerade schon irgendwo ein Wolf. Und mein Lager ist weg. Tja, kein Lager, kein Hund, kein Lager, keine Spende. Dann reiten wir jetzt mal hier hinten erstmal in meine Lieblingsecke und versuchen dann mal eben das Lager ranzupfeifen. Aha. Dann ist hier heute auch ein Pflänzchen. Ich zeige euch eben wo. Da sind wir. Und dann gucken wir gleich mal, wie wir das Lager hier hinkriegen. Ja, nur um Stunden handeln hier. Ach so, dann könnten wir auch mal eben checken, ob wir hier schon mal zwei Truthähne bekommen oder so. Das wäre ein Knüller gewesen. Dann imperfekt. Mal hier hin und versuchen mal eben das Lager hier hinzuziehen. Lagerort festlegen geht nicht. Dein Lager wird aufgeschlagen. Ja, da bin ich ja gespannt. Schade, ich noch irgendwelche Netzwerkprobleme zu haben. Wir versuchen es mal nochmal. Ja, das wird nix. Gut, dann. Gucken wir doch erstmal hier. Das war knapp. Ohoho. Mal hier. Hier ist heute nichts auszubuddeln. Hier auch noch eine Pulle ist. Ja, aber ohne Lager ist schwierig, ne? Wird das wirklich ein bisschen schwierig heute hier. Aha. Wäre schon schön, ne? Wenn das Lager hier irgendwo mal auftauchen würde. So, dann machen wir es jetzt mal anders. Dann nehmen wir schon mal so ein Opossum hier mit. Das andere finde ich, denke ich auch noch. Denn wir müssen ja noch die ganzen Tierkadaver spenden. Manchmal Rebhuhnbeeren hier irgendwo. Da. Ja, das finde ich alles gut und schön mit den ungeöffneten Briefen und so weiter, was mir da alles angezeigt wird, aber ohne Lager wird es auch schwierig. Da geht nicht. Schwierig, schwierig.
Und wir haben noch einiges zu tun. Auch nicht perfekt. Das gibt's doch nicht. Keine perfekt. Unglaublich. Auch noch Mitspieler, der hat auch noch irgendwas vor, dann buddelt der das erst aus. Auch gut. Ah, ist der legendäre Bär. Das wäre jetzt witzig, ne? Kann ich die legendären Bären damit rüberziehen? Und den anderen Spieler da in die Falle locken. Ich versuche das mal eben. Schnell zum Pferd rennen hier. Da kommt er. Erstmal gucken. Können wir den mitziehen? Ärgern wir den mal eben. Darf man hier nur nicht stürzen, ne? Ja, er lässt sich nicht locken. So, den gönnen wir ihm. Und dann hoffe ich, dass wirklich gleich mal mein Lager auftaucht hier. So, x-ter Versuch. Wo ist das Lager? Das gibt's doch nicht. Ja gut, da werden wir uns jetzt nicht mit aufhalten. Dann schauen wir mal. Was können wir heute noch machen? Ach ja, links gegen... Ach hier, Distanz mit einer Kutsche und Wagen zurückgelegt. Ja dann. Geht's jetzt erstmal in die kalte Ecke. Ein freier Lagerplatz. Also heute ist ja irgendwie der Wurm drin, oder? So, nochmal. Tja, schwierig, schwierig heute. Weil ich kann doch nicht überall hinreiten, dann...
Oh ja, drei Teile heute. Der schlägt kein Lager auf. Ich jetzt zu so einem Schnellreiseposten, das kann doch nicht sein. So, dann gucken wir jetzt erstmal, was müssen wir noch machen? Händler, das würde ich ja gerne mal eben erledigen, die ganzen Spenden da. Sammler, ach so, eine Landkarte öffnen. Schwarzbrenner, das Tanzen haben wir hinter uns. Das Zähigkeitstonika. Ja, das Tonikum würde ich gerne nehmen, aber dafür müsste ich mal eben in eine kalte Ecke düsen. Und ohne Lager wird das schwierig. So, wir haben keine Karten mehr offen. Dann machen wir einfach irgendeine auf. Spielt ja keine Rolle. So, da könnten wir sogar noch eine abgrasen. Der schlägt kein Lager auf, es ist nichts zu machen, ne? Die Herausforderung ist, ich kann ohne Lager meine Herausforderung nicht fertig kriegen. Ja, dann würde ich sagen, reiten wir mal Richtung Valentine. Schauen dann mal, ob wir da das Lager irgendwie, also zumindest von da die Schnellreise machen können. Und da seht ihr es wieder, ne? Ungeschnitten. Gefiltert. Hier wird nichts geschönt. Es ist, wie es ist. So, da ist sogar die Dingensgebühr abgebucht worden, oder? Da ist es. Jetzt ist die Frage, wo ist es? Haha, da ist Mist. Aber das ist jetzt auch egal. Ist jetzt wirklich egal. Das verlegen wir nachher schon. So, jetzt geht's endlich. Kann ja mal passieren. Jetzt düsen wir aber erstmal zur Madame. Holen uns richtig Kohle. Kaufen ein paar Karten nach.
mal hier dran vorbei. Das ist ja manchmal auch eine Karte. Dann mal eben zu dem Hehler unseres Vertrauens. You're back. All right, take a look. Oh, you got something for me? Alles weg. Wer braucht das schon? This must be an heirloom, huh? Pick this up off the street, no doubt. Okay. Keep this just between us now. Da sieht man die Madame schon. I think you were meant to stop by here, yes? Well, well, it has been a long time. I am sure there is something here to have piqued your curiosity. Weg damit. Let's see the fruits of the labor. Und weg damit. Most people miss the Ainsworth Cross. Jetzt gucken wir mal eben. Mal abgesehen von der Kohle. Gibt's ordentlich XP. Ach komm, kaufen wir erstmal die Karten nach. Welcome then and happy hunting. I know you will be lucky with this. Und dann gucken wir mal eben, wovon haben wir noch viel zu viel. Was sind das ja irgendwelche Vogeleier hier? Weil das sieht ja noch alles ganz ordentlich aus. Da wollen wir uns jetzt gar nicht so lange mit aufhalten, oder? Ja, genau mal weg. Das räume ich dann anderen mal auf hier. Düsen wir jetzt mal in die kalte Ecke. Jetzt platt geritten hier. Ja, dann wird das ja hier wieder nichts mit dem Naturkundler. Da läuft wieder von vorne der Mist. Auf in die kalte Ecke. Uns mal im kalte Füße. Oder friert er nicht so schnell, wenn er das Hütchen auf hat? Wie ist das? So, was haben wir hier? Boah, minus 12. Muss ja noch mal frieren hier. Nee, heute ist er hart gesotten, da friert er nicht. Jetzt. Endlich. Und jetzt. Endlich können wir ins Lager. Ja, dauert auch ein bisschen heute, ne? Das
Laden dauert heute ein bisschen länger. So, jetzt können wir es endlich raushauen hier. Beautiful. Kann auch weg. Yeah, anything's better than nothing. Haben wir keine perfekten, dann wäre es natürlich auch fertig. Ach, wisst ihr was? Was soll's denn hier? Good stuff. Das habe ich mir wieder nicht mitgezählt. Oh, zwei perfekte. Und insgesamt noch drei. Supplies are looking healthy right now. Tja. Ja, nee, das spare ich mir mal auf hier mit den perfekten Viechern, oder? Außer ich hätte hier. Na, ja, wäre auch nicht schlecht, ne? Dann ist fertig. Excellent. Thank you. This is good quality. Irgendwas war hier doch noch perfekt. Very nice. Dann haben wir das nämlich erledigt. So, insgesamt 20 Stück und also 20 Tierkadaver in 10 Minuten und dann haben wir auch die 6 perfekten erledigt. Das heißt, nach 22 Minuten endlich. Ihr seht es. Die neuen Rollenherausforderungen durch. Dann werden wir jetzt. Oh, da müssen wir ein ganz schönes Stückchen reiten, ne? Hier müssen wir hin. Um das Gold abzugrasen, aber auch da machen wir eben eine Schnellreise. Da war's. Hier hin. Und dann holen wir uns ja schon mal eine Schnapsflasche und versuchen das Lager wieder in meine Lieblingsecke zu ziehen. Sollte man die Knarre auch griffbereit haben. Hier gibt es häufig Wölfe. Und schon gibt's Gold. Fehlt nämlich Hammelfleisch. So, machen wir uns mal die nächste Markierung. Also, ich denke, wir holen uns hier die Schnapsbulle. Versuchen dann auch das Lager da hinten hinzuziehen. Erstmal das Pferdchen baden in so einer warmen Quelle, oder? Bei dem Wienern, das habe ich ja länger nicht gemacht. Was haben wir denn da? Oh, auch nur ein Pferd. Ne, das lassen wir. Ja, dann können wir ja schon zurück. Ab zum Lager. Geht ja jetzt endlich wieder. You know, I
I'm getting quite used to having you around. Oh Mann, ich habe in der Folge den Hund noch nicht gestreichelt, weil er ja nicht da war. Sträflich vernachlässigt. Das holen wir nach. So. Haben wir auch das erledigt. Dann werden wir jetzt versuchen, das Lager zu verlegen. Schon mal einen Teil der Schatzkarte abzugrasen. Dann ist das morgen schneller erledigt. Also wirklich deutlich schneller erledigt, hoffe ich. Wissen wir, wo die Madame ist. Ja, und dann müsste ich unbedingt mal ein paar Schatzkarten fertig machen, ja, sonst... Ich weiß gar nicht, wie viel man davon sammeln kann. Apropos, können wir mal eben gucken. Ist ja auch jede Menge hier, oder? Ja. Jede Menge. So, dann müssten wir jetzt erstmal eben das Lager ganz woanders hinpacken. Warum das Pferd das jetzt, also keine Ahnung. Hier ist aber heute auch was. Erstmal den Schwarzgebrannten. Schmuck für einen Hehler. Also hier lohnt es ja wirklich fast immer, ne? Aha, also hier lohnt es heute richtig. Da sagen wir ja nicht nein. Und jetzt hier oben noch die Pulle. Besser geht's ja nicht. Überlebe ich einen Sprung von hier? Oh, es geht ja deutlich schneller. Also wirklich, ich habe jetzt so oft auf Springen gedrückt, das Pferd will heute irgendwie nicht. Dann nehme ich schon mal die Taschenvögel mit hier. Ich weiß nicht, vielleicht wechsle ich mal das Pferd. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr. Ja. Herr Schulz ist ja auch im Dauereinsatz, ne? Jetzt wird er nicht mehr aufsteigen hier.
jetzt versuchen wir es mal nochmal. Sauber anreiten. Der springt nicht. Oder hat mein Controller ein, dass die Taste nicht mehr geht? So. Nochmal. Sauber anreiten. Jetzt hat das. Und jetzt hoffe ich wirklich, dass ich das Lager hier hinkriege. Das hier gleich auch noch spenden. Aber welches Pferd nehme ich dann? Weil sonst bin ich mit Herrn Schulz ja wirklich super zufrieden. Ne? So, jetzt erstmal das Lager. So ein Hirsch wäre natürlich noch besser. Der bringt nämlich mehr. Oh, da kann man noch eine Straßensperre abräumen. Ach Quatsch, das machen wir heute nicht. Wieso ist hier kein freier Lagerplatz? Das verstehe ich nicht. Ich will einfach nicht. Heute ist der Wurm drin. Na gut, Hauptsache das Lager ist wieder hier vorne. So, hauen wir das auch noch raus. Und da seht ihr, was allein so ein Hirsch nur in gut schon bringt. Da hat er erstmal genug zu tun. Dann gönnen wir uns mal hier was. Füllen jetzt alle Kerne wieder auf. Checken mal eben. Vier Sachen könnten wir noch machen. Amor, ich mit dem Wagen fahren, da fehlt ja nicht mehr viel, ne? Ja gut, wenn wir jetzt noch eine Versorgungsmission und einen Wagen... Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ah, wir sind ja erst bei 34 Minuten. Dann machen wir es doch mal anders. Wo ist... denn mein Jagdwagen hier? Wo kann er mit dem Kopfgeldjägerwagen bestimmt durch die Gegend fahren, oder? Der Jagdwagen ist voll, da will ich jetzt nichts spinnen. Da kommt er. Können wir auch mal eine Runde fahren, ne? Achso, kann ich das eigentlich einblenden? Kann ich.
Ja, jetzt sieht man das auch links, ne? Es funktioniert also auch, egal mit welchem Wagen, also. Fahren wir mal ein bisschen rauf und runter hier. Bisschen Wagen fahren. Weil das Gold nehme ich auf jeden Fall noch mit. Da fehlte ja nicht mehr ganz so viel. Da ist es schon erledigt hier. Ja, wie gesagt, Angel. Ich sag mal so, das sparen wir uns heute. So, jetzt kann ich den Wagen doch bestimmt einfach wieder wegschicken hier, oder? So, der Herr Schulze. Also wie gesagt, das Gold wollte ich mir jetzt nicht noch durch die Lappen gehen lassen. Und da können wir jetzt auch Schluss machen. Da bin ich gespannt, was uns morgen erwartet. So sieht's aus. So, das war der zweite Teil. Am Samstag. Vielen Dank für euren Besuch. Abonniert bitte den Kanal. Lasst mir ein Like da und schreibt doch bitte was in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bei Father and Son. Play for fun.